Mein Name ist Simon Hohnadel. Ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, mache seit 12 Jahren Software. Seit Anfang 2010 bin ich bei Autoscout24. Wir sitzen hier in München und ich leite dort die Abteilung, die zentralen Features für den Fahrzeugmarkt entwickelt. Das heißt, das sind 6 Teams, 6 Entwicklerteams also. Und ich versuche immer noch ein bisschen am Code dran zu bleiben, vor allem am Frontend auch. Habe mich da die letzten Jahre ein bisschen mehr eingearbeitet und eben mit Mareike zusammengearbeitet. Ja, genau. Nämlich fast zeitgleich wie Simon habe ich bei Autoscout24 angefangen. Das ist so 3,5 Jahre her. Damals als erster Designer, ähnlich wie hier heute, in ein Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern, tapfer reingelaufen und habe mir damals vorgenommen, zu schauen, wie das denn ist, wenn so ein Unternehmen nicht nur mit Agenturen arbeitet, die dann quasi das fertige Design über den Zaun werfen, sondern tatsächlich vor Ort irgendwie schaut, dass das, was man im Design plant, auch tatsächlich machbares Design ist. Ich bin Teamlead Design mittlerweile. Ich habe ein Team von 10 Mitarbeitern heute, feste und freie. Und in der Zeit bis heute war ich ganz maßgeblich damit beschäftigt, eben Prozesse und Werkzeuge im Unternehmen so aufzubauen, damit wir auch wirklich gut zusammenarbeiten können. Und als Ausgleich arbeite ich nebenher noch als Dozentin an einer kleinen Hochschule für Gestaltung, nämlich in Schwäbisch Gmünd im Bereich Interaction Design. Was haben wir euch heute mitgebracht? Pixelschubsen oder Frontend Framework? Das ist so ein bisschen, auch so das, wo ich von der Philosophie ganz arg herkomme. Ich glaube nämlich, dass gutes Design machbares Design sein muss. Und ich glaube, Pixelschubsen hat wenig mit machbarem Design zu tun. Zumindest ist das so der Ausspruch, wo wir angefangen haben und beschlossen haben, dass es so eigentlich nicht weitergeht, weil wenn der Designer dann zum Entwickler sagt, schieb das noch 2 Pixel nach links und der rollt die Augen und sagt, das sieht doch eh keiner, dann glaubt man schon auch, dass die beiden nicht so wirklich Spaß an der Sache haben. Ja? Aber das muss nicht so sein. Und ich bin übrigens, Simon mittlerweile auch, seit diesem Talk unter Google Bildersuche zum Thema Pixelschubsen zu finden. Genau. Wolltest du noch was zu Autoscout sagen, oder? Ja, ich sage noch ein paar Worte zu Autoscout, um es ein bisschen einordnen zu können. Wir wären dieses Jahr 15 Jahre alt. Wer kennt denn Autoscout24? Okay, super. Wer hat vielleicht schon mal ein Auto bei Autoscout24 gekauft oder verkauft? Okay, auch ein paar. Super. Also, bei uns geht es um die Suche nach dem Auto und allem drumherum. Unser Anspruch ist, jeder kann bei uns sein Auto finden. Das kann jetzt ein PKW sein oder eben ein Motorrad oder ein Truck. Wir sind in 18 Ländern präsent und jeden Monat benutzen über 10 Millionen Menschen Autoscout24. Und das nicht nur auf unserer Webseite, sondern auch auf den verschiedenen mobilen Plattformen. Wir haben mittlerweile auch ein Werkstattportal. Das heißt, da geht es nicht mehr darum, ich suche ein Auto, sondern ich habe schon ein Auto und ich brauche den TÜV oder einen Reifenwechsel oder meine Jahresinspektion. Und ich kann dann eben bei Autoscout24 Werkstätten vergleichen und Services direkt online buchen. Ja, wir sind die 1 für Fahrer, aber im Herzen sind wir eine Internetfirma und wir machen innovative Software und dafür erzählen wir heute mehr. Also du, die Zusammenarbeit zum Team. Entschuldigung. noch ein paar Sachen. Ich dachte, das wäre der Wechsel hier. Wir haben rund 400 Leute, hat Mareike schon gesagt, davon rund 100 in der IT. Es gibt 9 Produktteams, die an verschiedenen Sachen arbeiten. Und die arbeiten im Prinzip mit Scrum. Wir haben das so leicht abgewandelt mittlerweile, ja, also nicht nach dem Buch, sondern ein bisschen entwickelt. Es sind 4 bis 7 Entwickler in jedem von den Teams. Wir haben einen QA-Mitarbeiter, Qualitätssicherung, 2 bis 3 Produktmanager, davon macht einer die PO-Rolle und natürlich einen Scrum Master oder Agile Coach. Es sind im Umfeld dieses Teams dann noch weitere Leute beschäftigt, eben wie ein Designer, wie ein Usability Engineer vielleicht noch oder ein Mitarbeiter von Productions, sodass das Team hier mit allen Fachrichtungen richtig zusammenarbeiten kann. Und die Herausforderung ist natürlich hier, dass man den richtigen Arbeitstag findet mit allen diesen Abteilungen und dass die Zusammenarbeit eben richtig klappt. Und ein Aspekt ist eben Entwickler-Designer an der Stelle. Genau, jetzt kommt mein Stichwort. Das war so ungefähr das Bild, was ich mir bot, als ich, wie gesagt, damals angefangen habe bei Autoscout. Ich kam nämlich ziemlich genau mit dem Relaunch der neuen Homepage, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Die hat nämlich eine Agentur aus Hamburg für uns gemacht.
Ich habe später den Creative Director von dieser Agentur kennengelernt, der meinte, das wäre das schlimmste Projekt, was er jemals gemacht hat, weil er hat nämlich nicht nur für Autoscout das Ganze gemacht, sondern für Immobilien-Scout, Friend-Scout, für die komplette Scout-Gruppe ein einheitliches Design entwickelt, welches dann, als ich kam, oder auch ein Grund, warum ich eingestellt wurde, über unsere Plattform drüber gestülpt wurde. Drüber gestülpt tatsächlich, weil ich fand das nicht so gut, was sie damals gemacht haben, weil dieses Design hatte eigentlich gar nichts mit unserer Plattform zu tun. Also zeige ich auch keine Bilder davon heute, wie das ausgesehen hat, sondern ich kam zur Release-Party, das war gut, das Unternehmen war irgendwie so ein bisschen auf diesen Designzug gesprungen und hat irgendwie gedacht, okay, Frontend ist wichtig, da machen wir jetzt mal was, aber so richtig wie wusste noch nicht wirklich jemand. Aber wie gesagt, also der Spirit war da und damit irgendwie schon mal ganz gut für mich. 6 Monate vorher hatten wir angefangen mit Scrum. Das war aber noch nicht so komplex, wie wir es heute leben, sondern vielmehr eigentlich so ein Zusammenspiel aus PM bzw. PO und Entwickler. Also einfach nur mal schätzen und planen, committen, miteinander so ein bisschen auf die Spur kommen. Und dementsprechend sah dann auch so ein bisschen die Arbeit aus. Also wir haben mit Design damals einen Wasserfall gemacht. Ja, ich glaube, das kann man hier in kleiner Runde so sagen. Wir haben nämlich im Team, also Entwickler und also das kleine Scrum-Team hat estimated, geplant, umgesetzt, released. Aber was im Designbüro damals passierte, war alles andere als lustig, weil ich hatte am Anfang des Sprints wie im Taubenschlag erstmal komplett alle PMs bei mir, die alle was haben wollten. Ich habe das dann alles eingesammelt, mit der Agentur besprochen, mit der Agentur 1, 2, 3 Iterationen gefahren, bis ich hatte, was ich haben wollte, um das dann jedem PM einzeln zu übergeben, der das dann wiederum genommen hat und an den Entwickler weitergegeben hat. Fertig bepixelt, mit allen Wordings drauf, fix und fertig. Der Entwickler hat es dann abgeschrieben, weil es genauso übergeben wurde. Das war, jede Seite hatte ein einzelnes Grid, jede Seite hatte einen eigenen Button. Ich kann das ja auch viel besser als der andere Entwickler coden. Von daher, warum soll ich denn da auch irgendwie drauf zurückgreifen? Obwohl, doch, manchmal haben wir das gemacht. Aber gang und gäbe war es nicht. Für den Designer schon ziemlich die Hölle, weil wenn ich in ein Unternehmen komme, um für eine konsistente User Experience zu sorgen, dann ist das was, was mir ganz, ganz arg wehtut. Aber wie wir jetzt sehen, den Entwickler auch, weil was vorne händisch gecodet wird, muss natürlich hinten auch händisch abgenommen werden. Und das Thema Designabnahme, ich weiß nicht, wer von euch in einem Unternehmen arbeitet oder die wenigsten Agenturen machen das so penibel wie Unternehmen. Da ist Designabnahme, da stellen sich einmal gleich die Nackenhaare hoch. Das ist dann die Pixelpolizei. Die dann eben kommen und sagen, schieb mal noch 2 Pixel weiter nach links. Und keiner kann sich irgendwie vorstellen, was das jetzt soll. Dazu habe ich ein Beispiel. Wenn wir in der Designabnahme damals mit 9 Teams die zeitgleich released haben, pro Team ungefähr 2 Seiten hatten, haben wir 18 Seiten, die in der Designabnahme sind. Noch nicht so wirklich schwierig, aber wenn wir das mit 6 Standardbrowsern und 5 Ländern multiplizieren, haben wir 540 Seiten. 540 Seiten, die einzeln durchgeschaut werden müssen. Sagen wir super wenig, weil noch keine Kommunikations-Screenshots mit Fehleranmerken etc. dabei. 2 Minuten pro Seite, 1080 Minuten, 18 Stunden bei nur einer Iteration. 18 Stunden im 2-Minuten-Takt Pixel durchschauen. Das ist auch für einen Designer kein Spaß. Und dementsprechend war es dann eben wichtig, hier nicht hinten die Designabnahme in der Maschinerie zu optimieren, sondern zu gucken, wo müssen wir denn da eigentlich hin? Johannes Gutenberg hatte da 1540 eine ziemlich coole Idee. Der hat den Buchdruck erfunden. Mit beweglichen Lettern und einer Buchpresse hat er ganz viele Informationen, ganz furchtbar vielen Menschen zur Verfügung gestellt und hat den armen Mönchen vom jahrelangen Bücherschreiben befreit. Das Tolle an der Geschichte ist, dass man nicht nur schnell Informationen publizieren kann, sondern dass man natürlich auch, wenn man einmal einen Probedruck gemacht hat,
des Vielfältigen, vervielfältigen kann, so häufig man will, ohne dass man sich das nochmal anschauen kann. Vielleicht Stichproben, aber das versteht sich dann von selber, dass das wesentlich weniger zeitaufwendig ist. Ja, wie hat das Ganze für die Entwickler ausgesehen? Ungefähr so. Pixelschubserei. Ja, also schiebst nochmal zwei Pixel nach rechts, dann ist es im anderen Browser wieder nicht zentriert und so weiter und so fort. Muss es natürlich auch in allen Browsern immer wieder testen. Ja, der Albtraum eines jeden Webentwicklers, glaube ich auch, wenn ich so dieses Lachen in den Gesichtern hier ablesen kann. Die Änderungen waren oft einfach stupide, ja, gefrickelt und natürlich immer fehleranfällig. Ich möchte es ein bisschen im Code zeigen, wie es ausgesehen hat. Wir haben auf unserer Plattform diese Boxen, um den Content zu strukturieren. Die hat also diesen blauen Header. So sah sie vorher aus, nachdem wir uns die vorgenommen haben. Und der Code dazu sah so aus. Jetzt kann man zwei Sachen sofort sehen. Schön, ein paar lachen schon, freut mich. Das ist viel Code, ja. Also für diese Box, die doch recht simpel ist, ist das schon einfach sehr viel Code. Ja, schon mal so aus Verhältnis, ohne genau zu wissen, was steht denn da drin. Dann diesen schönen Treppeneffekt, ja, den man so in richtigen Programmiersprachen so irgendwie viele If-Schachteln, ist einfach was man nicht macht. Wir haben viele Diffs drin ohne Bedeutung. Wir haben so schöne Klassennamen wie RT, LT, RB, LB. Was soll denn das heißen? Ja, also das versteht auch jemand nicht, der sich mit HTML und CSS auskennt. Was man wissen muss, hier hinter diesen schönen Klassennamen verstecken sich auch noch Bilder, die der Browser mit runtergeladen hat, also nochmal 14 Kilobyte extra für diese Box. Wir haben Inline-Styles, ja, auch verpönt, 10 Pixel, 50 Pixel, die Abstände schön hart gecodet. Und wir haben hier unten auch noch so BRs drin, Diffs, die einfach nur irgendwelche Abstände halten. Also es ist komplex, viel zu schwer zu verstehen, nicht zu warten eigentlich. Und das Schöne ist, es war auch nochmal an anderen Stellen kopiert und da vielleicht wieder irgendwie anders verändert, sodass es auch nicht zusammengepasst hat. Also da will nur jemand dran arbeiten, der ein richtiger Frontend-Entwickler ist. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass jeder Entwickler über alle Schichten hinweg arbeiten kann. Wenn ich mir heute überlege, wir hatten das ausgesehen in unserer Anwendung damals, dann kommt mir irgendwie dieses Bild in den Kopf. Also wir haben uns jahrelang Gedanken darüber gemacht, okay, wie können wir unseren Code besser machen, wie können wir Qualität hochhalten, aber hauptsächlich in unserem Backend-Code, ja, im C#, also wir sind eigentlich .NET-basiert, aber hier geht es ja ums Frontend. Wir haben in unserem Backend-Unit-Tests gemacht, wir haben statische Code-Analyse gemacht, wir haben uns um Architektur und Patterns gekümmert, aber unser Frontend, das haben wir vernachlässigt. Ja, und deswegen waren wir innen stabil und hoch aufgebaut und modern, aber außen waren wir löchrig und ja, marode, sanierungsbedürftig. Und irgendwann haben wir uns gefragt, warum wenden wir eigentlich die Prinzipien, die wir in unserem Backend anwenden, nicht aufs Frontend an? Denn was wir wollen, ist ja eigentlich eher sowas. Sauberes, modernes Frontend, ja, was auch irgendwie anständig anzusehen ist. Und die Prinzipien, die für uns eigentlich schon selbstverständlich sind, auch im Frontend anzuwenden. Also zum Beispiel Dry, ja, don't repeat yourself. Und die Abstandshalter, die wir hier gesehen haben und die Pixelangaben, die haben sich immer wiederholt. Oder KISS, keep it simple. Also den Code, den wir da gesehen haben, das war sicher nicht eine simple Lösung für dieses eigentlich einfache Problem. Und wenn man hier keine Design-Patterns anwendet, ja, wo es ja wirklich um Design geht und die Patterns dazu, dann ist man irgendwie selber schuld. Also, wir haben gesagt, wir wollen ein Corporate Design mit einer Implementierung. Und dann sind wir eben auf Gutenberg gekommen, haben gesagt, wir wollen auch so einen Setzkasten, der uns Wiederverwendung ermöglicht. Ein Setzkasten, wo ein Designer die Einzelteile rausnehmen kann und daraus neue Benutzerinteraktionen bauen kann. Und der Entwickler kann die entsprechenden Einzelteile aus dem Code nehmen und daraus die Seite zusammenbauen. Das würde also heißen, der Designer sagt, wie sieht der Bleiletter aus? Ein Frontend-Entwickler würde den gießen und dann kann jeder Entwickler diesen Letter wieder benutzen, um immer neue Seiten daraus zu bauen. Und das macht es natürlich für alle einfacher und schneller. So, und das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, waren die Pixel. Wir haben also gesagt, wir wollen weg vom Pixel schubsen. Und wir haben gesagt, gut, wir haben also Komponenten, die der Benutzer wiedererkennt. Also zum Beispiel unseren Button. Der muss irgendwie eine bestimmte Schrift haben, der muss eine bestimmte Farbe haben, der muss auch bestimmte Abstände haben, dass er immer wieder der gleiche ist, damit sich der Benutzer wiederfindet, damit er weiß, was kann er machen mit so einem Button. Aber was außenrum ist um diese Komponenten, also der Abstand vom Button irgendwie zu der Box oder wie auch immer, da geht es nicht um den einzelnen Pixel. Und da können wir sagen, okay, da sind wir nicht so genau. Wenn da mal eine Erbse rausfällt, okay, merkt der Benutzer vielleicht wirklich nicht. Ja, und das macht nicht nur das Design einfacher, wenn man an diesen Komponenten denkt, sondern natürlich auch die Implementierung.
Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was erzählen die beiden uns da vorne? Pattern Libraries haben wir schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren bei Yahoo gesehen. Twitter Bootstrap ist auch kein Geheimnis mehr. Was tatsächlich uns schon auch sehr am Herzen liegt, ist zu beschreiben, wie wir da hingekommen sind, ja? Wie wir das tatsächlich geschafft haben als Unternehmen, für uns das so aufzubauen, dass es den Leuten, die tatsächlich damit arbeiten, hilft. Weil wir haben uns keine Agentur geholt, die uns das komplette Frontend runtergecodet hat und wir benutzen das jetzt. Das wäre wahrscheinlich ähnlich schief gelaufen wie mit dem Design damals. Sondern wir haben uns hingesetzt und tatsächlich irgendwie das zusammen erarbeitet. Und das hat damit begonnen, dass ich mit dem Designteam das Design überarbeitet habe. Jede Marke, jedes Frontend braucht immer mal wieder ein neues Gesicht, eine weitere Iteration, eine Optimierung. Und genau dazu haben wir die Entwickler damals eingeladen. Genau dazu haben wir gedacht, brauchen wir eigentlich jetzt den Auftakt, um nicht einfach zu machen, was Design für richtig hält und den anderen Departments, die können sehen, wie sie damit zurechtkommen, sondern nee, wir wollten tatsächlich irgendwie, wir haben den Kontakt gesucht, haben Frontend-Developer eingeladen und beziehungsweise wir mussten erst mal suchen. Hallo, wer hat denn Lust auf Frontend? Gibt es hier Leute, die mit uns sowas gerne erarbeiten möchten? Leute, die von sich aus eine Motivation mitgebracht haben, um das Ding mitzutreiben. Und es gab sie. Und Simon hat vorhin schon gesagt, wir haben Entwickler, die eigentlich alles können müssen. Und es waren aber doch irgendwo in jedem Team Entwickler, die sich verantwortlich gefühlt haben, hier mitzumachen. Und das war eigentlich so der Auftakt, wo wir die ersten Designs auf den Tisch gelegt haben und die ersten Entwickler gesagt haben, geh ich nicht, verstehe ich nicht, was meinst du denn da? Und so eigentlich die gemeinsame Sprache begann. Genau, wir haben also aus jedem von den vorhin beschriebenen Produktteams einen Entwickler rausgezogen in so eine Querschnittstruppe, die dann die Abstimmung mit Design gemacht hat. Wir hatten regelmäßige Meetings am Anfang. Heute reden wir auch ohne Meeting miteinander. Und auch auf Konferenzen. Wir hatten also in jedem Team einen Sitzen, der einmal da die Fragen praktisch gesammelt hat, die kamen, und auf der anderen Seite das Wissen, was wir uns zusammengearbeitet haben, wieder ins Team reingetragen hat. Und wir hatten in dieser Gruppe auch ein separates Taskboard, wo wir also die Implementierung von diesen ersten Komponenten angefangen haben. Das Ganze hat sich im Prinzip so herausgebildet, dass sich aus dieser Truppe von 9, 10 Leuten nochmal ein Kernteam gebildet hat, die also wirklich Ownership für den Code übernommen haben und auch gesagt haben, okay, wir treiben dieses ganze Team von der Entwicklerseite weiter. Das Erste, was wir mit den Designern gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine gemeinsame Sprache. Das klingt jetzt erstmal blöd, was soll das? Wir kommen ja von verschiedenen Fachrichtungen, das heißt, wir leben auch irgendwie verschiedene Gedankenwelten und wir verstehen unter dem gleichen Begriff vielleicht zwei verschiedene Sachen und dadurch kommt es zu Kommunikationsproblemen. Also wenn ich Blue Header Box sage, was eben diese Box ist, ja, dann hat der Designer das hier in seinem Kopf und der Entwickler sieht das hier, Code. Ja, und diese Brücke muss man, diese Kluft muss man erstmal überwinden. In tieferen Schichten der Software spricht man auch von Domain-Driven Design. Das heißt, da versucht man, eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen Entwickler und Kunde oder Produktmanager, wie es bei uns der Fall wäre. Und wir haben gesagt, okay, Design ist eben auch eine Domäne und wir wollen auch eine gemeinsame Sprache machen. Genau das haben wir gemacht. Wie sehen unsere Ebenen aus in unserer Sprache? Wir haben globale Elements und Components. Und wenn man sich das genauer aufschaut, wie sich das aufteilt, dann haben wir in den Globals unser wunderbar mittlerweile einheitliches Grid. Wir benutzen nur noch ganz wenige verschiedene Fontschnitte und die einheitlich. Und wir haben Spacings, die wir einheitlich über alle Seiten definiert haben. Diese findet man dann zum Teil auch in den Elements wieder, unseren kleinsten gemeinsamen Nenner. Im Lego wären das so die ganz kleinen Zweierbausteine. Und in den Components, das sind dann schon richtige Blöcke, werden verschiedene Elemente und auch Teile aus den Globals wiederverwendet. Hier werden dann schon komplexere Boxen, die ein Bild, ein Copytext, eine Headline und vielleicht einen Button haben, zusammengewürfelt. Wenn wir heute noch Screens bepixeln, sehen die ungefähr so aus. Grid. Hier haben wir eine Default-Box, Default-Font, ein M-Abstand, ein S-Abstand,
Phone XL, so heißt das Icon, sowie dasselbe hier mit der Box, den Abständen, Headline L, Corporate, die ist nämlich blau. Hier haben wir ein Hook Loud S, eine Dotted Line, ein Button Bob, ein Legal Font. Also alles eigentlich Insidersprache. Keiner wüsste jetzt, wenn er nicht wüsste, was sich dahinter verbirgt, wie er das genau umsetzt. Aber das ist eben Teil unseres Geheimnisses, dass wir unseren, dass wir unsere Sprache entwickelt haben und hier nicht mehr irgendwie 3, 5 und 12 Pixel hinschreiben müssen oder Verdana 12 Pixel mit Hexacode, wie auch immer. Nun hatten wir noch die Herausforderung, dass wir das Wissen, dass wir uns hier zusammengearbeitet haben, auch in den Rest der Organisation oder wenigstens der Entwicklungsabteilung zu tragen. Denn wir haben ja nicht nur neues Design gemacht, wir haben auch praktisch eine Referenzimplementierung dazu gemacht, viel Dokumentation für Entwickler. Wir haben eben diesen Setzkasten gebaut und wir hatten auch dieses Jahr wirklich Mindset, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eben kein Pixelschubsen mehr und du kriegst jetzt keine genauen Pixelangaben mehr, sondern du kriegst nur noch diese, ja, dieses Sätze in dieser neuen Sprache vorgelegt und die musst du auch verstehen und dann wird dir aber nachher keiner mehr irgendwie einzelne Pixel verschieben lassen wollen. So, das heißt, wir haben das in die einzelnen Teams reingebracht und wir haben wirklich auch Schulungen durchgeführt, wo wir gesagt haben, okay, wir, die uns das zusammengearbeitet haben, zeigen jetzt mal dem Rest der Mannschaft, was die Idee dahinter war und wie das funktioniert. Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen in den Code reingehen, um zu zeigen, okay, wie sieht es denn heute aus, nachdem ich vorher schon dieses schöne Beispiel hatte. Wir haben uns dazu entschlossen, SAS zu verwenden. Wer kennt denn SAS? Okay, super. Also für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip eine Spracherweiterung für CSS. Das heißt, es fügt verschiedene Sprachelemente hinzu, wie Variablen, Funktionen, Mixins, auch Vererbung. Man benutzt dann einen Compiler, um diese SAS-Files in CSS praktisch umzuwandeln. Und das kann dann an den Browser ausgeliefert werden, dass das natürlich wieder versteht. Aber den Code, den man an sich bearbeitet, der ist klarer und hat weniger Wiederholungen. Das ist ein Ausschnitt aus unseren zentralen Konstanten. Das wäre also in diesem Globals-Bereich, den Mareike gerade gezeigt hat. Und man sieht jetzt hier ein paar Sachen. Also wir haben einmal also hier vorne die Klassennamen sind immer praktisch unsere Sprache, die sich im Code auch wiederfindet. Ja, denn das ist das Zentrale daran, dass wir sagen, okay, die Sprache, die wir definiert haben, die sehen jetzt die Entwickler auch im Code wieder. Das heißt, wenn ein Designer was zu mir sagt, sehe ich eben genau das, was ich mit ihm zusammen besprochen habe, auch im Code wieder. Wir haben einmal einen Basisabstand definiert und jetzt kann man hier eben im SAS daraus die größeren Abstände berechnen. Also man sieht hier die T-Shirt-Größen, die wir für die Abstandsabgaben benutzen, ohne dass jetzt in dem Klassennamen wirklich die Pixelzahl drin steht. Auch die Baseline-Height, die man hier unten sieht, die leitet sich aus dem Spacing ab. Und das heißt, wenn ich jetzt einmal hier diese 9 Pixel ändern würde und ich schreibe da 10 Pixel rein, würden sich theoretisch auf der gesamten Plattform alle Abstände auf 10 Pixel erweitern oder eben die Vielfachen davon. Das haben wir jetzt mit den Abständen noch nicht gemacht, das wäre auch ein bisschen große Änderung, aber mit Icon Sizes oder Picture Größen haben wir das zum Beispiel schon gemacht. Was kann man hier noch sehen? Gut, unsere Farben, verschiedene Fontangaben und der Entwickler muss jetzt eben nur noch die Sprache und damit diese Klassennamen kennen und sich nicht mehr darum kümmern, okay, was ist denn das genau für eine Farbe oder was ist denn das genau für eine Font, die ich da brauche. Das heißt, ich habe hier einmal das Corporate Design zentral definiert und könnte es auch an einer Stelle ändern. Was wir noch wollten, ist ein bisschen Ordnung herstellen in dem, was wir vorher hatten. Das waren doch sehr große CSS-Files, die wir zum Teil ausgeliefert haben oder auch bearbeitet haben, die sehr unübersichtlich waren. Und wir haben jetzt am Beispiel der Boxen gesagt, okay, wir haben eigentlich eine Box, das ist dieser simple graue Rahmen, das wäre die Default-Box und dann verschiedene Abwandlungen davon. Und für jede Abwandlung, so wie wir es im C-Sharp, also im Backend auch machen, für jede Klasse, machen wir halt ein eigenes File. Ja, dann kann man auch schon in dem Ordner, wo ich die Boxen drin habe, kann man sofort sehen, okay, was ist denn da alles drin? Und kann die Sachen ganz einfach bearbeiten. Das Ganze wird natürlich nachher kombiniert und minifiziert, sodass der Browser trotzdem nur noch einen File kriegt. Wir haben auch wiederverwendbare Widgets gebaut. Das heißt, die haben also nicht nur Aussehen, Design, sondern sie haben auch Verhalten. So wie dieses Bubble, das zum Beispiel sagen kann, okay, ich kann auf eine bestimmte Art und Weise geöffnet werden, auf eine bestimmte Art und Weise geschlossen werden mit dem X. Ich habe irgendwie meine Nase irgendwie an einer bestimmten Seite und ich habe vielleicht noch einen bestimmten Inhalt. Das Ganze ist dann jQuery-Plugin, sodass ich also ein JS-File und ein CSS-File ausliefere, bearbeitet durch natürlich dieses SCSS-File.
Und jeder Entwickler kann das dann ganz einfach aufrufen, indem er sagt, okay, auf diesem Element hätte ich gerne die Bubble von einem bestimmten Typ, wo die Nase auf der rechten Seite ist und da steht halt der und der Text drin. So für die Verwendung möglichst simpel gemacht. Das ist ein Auszug aus dem Katalog unserer Icons, die generell verwendbar sind. Das heißt, das ist praktisch die Dokumentation für Entwickler, wo man sieht, wie heißt denn die Klasse, die ich setzen muss, damit ich hier zum Beispiel dieses Icon Offroad XL bekomme. Hier auch wieder mit den T-Shirt-Größen gearbeitet. Ja, also wir haben hier, der muss nicht mehr wissen, ich habe irgendwie einen komischen Namen, der irgendwie einen Photoshop-Export mit Underscores und irgendwie Zeug trägt, sondern es ist wieder unsere Sprache. T-Shirt-Größe gibt es auch XXL, das Offroad-Icon. Ja, und ich muss einfach auf mein Element, wo ich diese Icon haben will, die Klasse setzen, die ich hier sehe, und der Rest funktioniert von alleine. Was mir besonders gut gefällt, wir haben für die Icons natürlich auch Versionskontrolle und das ist eine Designerin, die hier selber die Icons verwaltet. Das heißt, wenn sich irgendwie Farbe ändert oder Größe oder Aussehen auf irgendeine Art und Weise, muss kein Entwickler mehr da irgendwie ran. Die Designerin kann es selber ins Git Repository reinkommitten und es ist im Prinzip danach beim nächsten Live-Gang auf der Plattform so verfügbar. So, wie sieht denn das heute im Code aus? Also nochmal unsere alte Box. Man sieht ja, die hatte auch so schöne runde Ecken, so einen Glossy-Effekt im Header und sie hatte auch einen Schatten, also jetzt wirklich vom Design her gesprochen, vielleicht auch einen sprichwörtlichen. Heute sieht sie so aus. Und ich denke, man sieht auch, also der Unterschied ist nicht riesig, aber sie ist doch irgendwie klarer, simpler, moderner geworden, würde ich sagen. Ja, aber ich will vielleicht hier nur noch mal kurz einwerfen, für mich ist das ein extrem gutes Beispiel, dass wir das zusammen entwickelt haben, weil auch wenn meine Designer sehr viel von meiner Mentalität auch tragen, mit Design muss machbar sein, ja, aber ganz so simpel hätte wahrscheinlich keiner meiner Designer irgendwie diese Box entworfen, wenn er nicht mit dem Entwickler darüber gesprochen hätte. Ja. Heute tut es keinem Designer weh, dass es hier eckige Ecken sind und dass es keinen Gloss und keinen Shadow gibt, sondern das ist tatsächlich aus der Zusammenarbeit gewachsen. Ja, nochmal zum Code. So hat es also vorher ausgesehen. Jetzt sieht es so aus. Und ich denke, man sieht schon allein die Menge des Codes. Ja, gut, das meiste ist ja eh dieser Lorem Ipsum-Text, den ich hier drin habe. Schon aus der Menge des Codes sieht man, das ist irgendwie der Verwendung angemessen. Ja, wir haben auch klare und sinnvolle Diffs. Das heißt, wir haben also ein Umgebnis, wo festgelegt ist, wie breit ist denn diese Box. Sie sitzt also über vier Grid-Spalten. Wir haben den Header oben mit dem Titel drin und wir haben dann eben die Box im Prinzip mit dem Rahmen und dann nochmal eine Klasse hier gesetzt, um den Abstand des Textes zum Header wiederzugeben. Also keine komischen Diffs mehr, die keinen Sinn haben, keine komischen Klassennamen, man versteht irgendwie, was da drin ist, das ist wieder unsere Sprache an der Stelle. Wir haben keine Inline-Styles mehr und das meiste, was man wissen muss, oder beziehungsweise man muss eben nicht mehr viel wissen, weil sich hinter diesen vorgefertigten Klassen schon versteckt. Ich möchte auch noch kurz einen Blick reinwerfen. Eigentlich, wenn man die Box baut auf der Seite, muss man das hier nicht wissen, aber nur noch mal, um zu zeigen, wie simpel es auch innerhalb der Klassen ist. Das hier, also wir haben oben die Imports von den Globals, also die SAS-Files, die importiert werden. Und das ist eben die Box, der Header, der Titel und die Box selber. Man sieht hier einmal diese SAS-Funktion, die also den Gradient, den wir im Header ja haben, praktisch hinter sich versteckt. Das heißt, auch wenn man irgendwo anders einen Gradient braucht, muss der Entwickler nicht mehr wissen, wie geht denn das im IE mit den komischen Filtern und in welchem Browser sieht es wie aus. Es ist im Prinzip hinter dieser Funktion versteckt. Ich übergebe die zwei Farben und habe meinen Gradient. Das ist natürlich das Schöne an SAS. Ja, ansonsten, man sieht wieder hier unsere Sprache. Der Invisible Color ist hier benutzt. Und das ist alles straightforward. Wir haben uns noch Gedanken gemacht, wie kann man das dann wirklich überall im Unternehmen verwenden? Denn wir haben ja jetzt den zentralen Setzkasten, aber wir haben verschiedene Anwendungen. Also wir haben eben Autoscout, wir haben im Prinzip Motorräder, wir haben noch die Trucks, wir haben das Werkstattportal, die unterschiedliche Anwendungen sind, vielleicht auch auf unterschiedlichen Technologien gebaut. Zusätzlich gibt es irgendwie ein CMS-System und es gibt ein Magazin. Und jeder braucht irgendwie vielleicht eine andere Art und Weise, das einzubinden. Und jeder muss irgendwie wissen, okay, welche Version verwende ich denn gerade von dieser UI-Library? Und da haben uns eben auch verschiedene Mechanismen überlegt. Also man kann die CSS-Files direkt in seinen eigenen Code einbinden. Man kann von Content-Delivery-Servern im Prinzip das direkt abrufen mit einem Fingerprint, welche Version es ist. Und wer .NET verwendet, kann eben auch über NuGet, das ist ein Versionsverwaltungssystem, das Ganze einbinden.
Ich bin ziemlich stolz darauf, was wir geschafft haben in ungefähr 18 Monaten und ausschließlich Leuten, die das nebenbei gemacht haben, haben wir mit minimalstem Aufwand eigentlich eine gemeinsame Sprache entwickelt und diese gemeinsame Sprache auch auf einem intern zur Verfügung gestellten Seite allen Entwicklern bereitgestellt. Das ist nach wie vor ein kleines Team, was sich da immer noch stark drum kümmert und in ganz regelmäßigen Abständen hier auch immer weiter mutig ist, neue Wege und neue Optimierungen zu machen. Also der erste Schritt in die Industrialisierung des Web-Developments haben wir hier geschafft, also im Entwurf genauso wie in der Implementierung und nicht zu vergessen auch in der Designabnahme, weil die machen wir heute einmal, wenn wir neue Komponente entwickeln, nehmen wir die in allen Browsern ab und danach geht die raus. Also danach sind die Abstände halt so, wie es in dem jeweiligen Browser gemacht werden. Keine Pixelschubserei mehr, keine Erbsenzählerei mehr. Simon hat schon gesagt, es gibt mittlerweile ganz viele Entwickler, die freiwillig ins Designbüro kommen und umgekehrt Designer, die einfach zu den Entwicklern laufen und Ideen teilen, miteinander sprechen und gemeinsam daran glauben, dass wir das zusammen besser hinkriegen. Aber eins ist vor allem den Leuten sehr bewusst, die daran arbeiten, wir sind noch nicht fertig. Wir haben jetzt einen Grundstein gelegt und wir sind eigentlich von dem entfernt, wo wir gerne hinwollen. Wir wollen das Ganze noch weiter ausbauen. Wir wollen das, was wir mit einer gemeinsamen Sprache haben heute, aber noch eigentlich in zwei internen verschiedenen Werkzeugen verstecktes in ein gemeinsames Werkzeug überheben. Da sind gerade letzte und diese Woche das Team dabei, tatsächlich der UI-Library, die wir haben, auch ein UI zu geben. Das war bis vor kurzem einfach nur eine Linkliste. Und wir haben natürlich momentan bloß das, was wir jeden Tag brauchen, im Web reingehoben. Aber wir haben natürlich auch mobile Applikationen, die wir hier drin sehen. Wir sehen hier vor allem auch, wir haben gerade schon viel gehört zum Thema mobile Webseite beziehungsweise Responsive Design. Das ist alles noch gar nicht damit drin. Also das heißt, man muss nochmal viel, viel Hirn und Kompetenz reinstecken, dass das hier auch eben weiter wächst und tatsächlich im Alltäglichen hilft. Und wir möchten es gerne im ganzen Konzern zur Verfügung stellen, dass nicht nur Autoscout damit entwickelt, sondern eben auch Bruder und Schwester wie Immobilien und Friendscout. Und last but not least, ich hoffe, ich werde hier nicht gefressen, haben viele Designer gemerkt, dass Entwickler eben auch nur Menschen sind. Mhm. Aber man muss sagen, Designer sind im Endeffekt auch nur Menschen, ja? Ja? Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder anderen Design-Themen, freuen wir uns darauf gerne. Danke.